Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem YouTube-Channel Doug Siffler und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem FAQ-Video fürs Wallisau ist blau. Die Leute vom Wallisau haben meine FAQ-Videos von den anderen Festivals gesehen und haben sich gedacht, Junge, mach doch für uns auch mal eines, du kommst doch sowieso vorbei. Wäre doch eine nette Sache für unsere Gäste, damit auch die informierter denn je aufs Wallisau ist blau fahren. Das Festival, das jetzt diese Woche stattfindet, und zwar am 30. und am 31. August, das Wallisau ist blau in Wallisau. Falls ihr nicht wisst, wo das ist in der Nähe von Hilpoltstein, in der Nähe von Nürnberg. Also so grob. Natürlich wichtige Links zum Festival unten in der Videobeschreibung. Für wen ist dieses Video kurz angerissen? Für die Gäste, die jetzt dann aufs Wallisau fahren und gar nicht wissen, was ist eigentlich neu? Hat sich was geändert zum Vorjahr? Oder wenn jemand das erste Mal aufs Wallisau fährt, was muss ich beachten? Ich habe mir die Informationen zukommen lassen und ich werde sie jetzt heute in diesem Video mit euch besprechen. Falls ihr das erste Mal auf diesen YouTube-Channel über dieses Video jetzt kommt, dann viel Spaß, schaut euch auch andere Videos an. Vielleicht gefällt es euch und lasst euer Feedback in den Kommentaren da. Und jetzt beginnen wir mit den Infos zum Wallisau ist blau 2019. Das Wallisau ist blau ist in einem Kalender vertreten und zwar Pop für alle barrierefrei Kalender. Denn es gibt eine Verbesserung für dieses Jahr. Mit Schwerbehindertenausweis bekommt man dieses Jahr freien Eintritt. Wenn eine Begleitperson eingetragen ist, dann bekommt die natürlich ebenfalls freien Eintritt. Es gibt zwei Rolli-Dixies, eines am Campground und eines am Infield und Behindertenparkplätze gibt es jetzt in Eingangsnähe. Das Wallisau arbeitet mit vielen regionalen Partnern zusammen und deshalb gibt es das Fleisch, das vor Ort ist, oder das Trinker, das vor Ort ist. Das kommt alles von Brauereien und Metzgern aus der Umgebung und das finde ich geil, dass das Festival regionale Produkte anbietet. Wer das Wallisau generell nicht kennt, es ist ein Metal-Festival. Ein kleines Metal-Festival, aber nicht nur Metal, sondern halt auch Punk, Ska, Rock. Ein bisschen flexibler, was die Bands angeht. Definitiv ist für jeden das Richtige mit dabei. Headliner dieses Jahr, Propane und Eskalation. Aber die Running Order, die zeige ich euch am Schluss sowieso nochmal. Der Veranstalter wurde immer wieder gefragt, ob es diesen Mutti-Zettel gibt, der Übertrag der Aufsichtspflicht oder wie das genau ist. Der wird beim Wallisau leider nicht genommen, also man muss mindestens 18 Jahre sein oder in Begleitung eines Erwachsenen. Bis 16 Jahren ist dann der Eintritt kostenlos und ab 16 Jahre halt der volle Preis. Der volle Preis. Für Leute, die aus Rot kommen, die können mit dem Shuttlebus zum Festival fahren. Alle Infos und Abfahrtszeiten soll ich hier erwähnen, kann man nachfragen bei Minicar Butchek in Rot. Die Roter werden schon wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall gibt es einen Shuttlebus, der von Rot aus zum Wallisau fährt. Das ist doch geil. Und auch darf ich hier jetzt ankündigen, es wird mehr Merch geben. Nicht nur dieses geile Shirt, was es sonst auch immer gibt, also ein ganz normales Festival-Shirt, sondern auch Tanktops und auch ein eigenes Knüppelfrühstück-Shirt. Und was ein Knüppelfrühstück ist, das ist eigentlich nichts anderes wie ein Weißwurst-Frühstück am Samstag in der Früh von 10 Uhr bis 14 Uhr. Da gibt es natürlich Weißwurst und Weizen. Aber keine Blaskapelle, sondern die Band Backstreet Boys wird da voll auf die Fresse geben. Das Ding heißt Knüppelfrühstück, weil da wirklich immer eine voll auf die Fresse-Band spielt. Und das ist schon geil. Also von 10 Uhr bis 14 Uhr Weißwurst-Frühstück am Samstag und von 12 Uhr bis 13 Uhr ist auch komplett freier Eintritt für alle. Also nicht nur Festivalgäste, sondern auch Leute, die einfach zufällig vorbeikommen. Die dürfen dann auch am Weißwurst-Frühstück teilnehmen. Was auch neu ist, ist, dass es am Sonntag, also am eigentlich Abreisetag, von 11 Uhr bis 14 Uhr auch noch was zum Essen gibt im Infield und zwar einen Schweinebraten mit Glöß und Soße. Der muss allerdings Freitag oder Samstag oder wann auch immer vorbestellt werden an dem Schweinestand. Also dieser Saugoat heißt der, glaube ich. So, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Man sieht auf jeden Fall, für das leibliche Wohl ist definitiv gesorgt auf dem Wallisau ist blau. Fressen und saufen können's. Das habe ich die letzten Jahre schon mitgekriegt. Jetzt kommen wir aber zu den spezifischeren Informationen, zum Beispiel zum Camping. Wie die letzten Jahre auch, ist der Campingground direkt neben dem Infield, also gar nicht weit weg, fußläufig 2 Minuten, wenn überhaupt. Also da muss man schon langsam gehen. Und der Zeltplatz ist ab 30.08., also ab Freitag, um 12 Uhr geöffnet. Und das ist ungefähr die Zeit, wo ich auch anreisen werde. Das Parken am Zelt ist jedoch dieses Jahr leider aus Platzgründen nicht möglich. Das war jetzt die Jahre vorher so, aber anscheinend hat sich ein bisschen was am Platz geändert und deshalb
ist jetzt der Platz einfach nicht mehr da, dass man direkt am Zelt campt. Der Parkplatz ist ja auch nur fußläufig ein paar Minuten entfernt, also man muss auch nicht weit schleppen. Und wie auf jedem anderen Festival fast, ist diese Fläche, Campingground-Fläche, wenn sie nicht gerade genutzt wird für ein Festival, eine Pferdekoppel und Weidewiesen. Was bedeutet, es wird penibel darauf geachtet und das soll jeder Gast bitte tun, dass er keine Scherben produziert, dass der Müll nicht liegen bleibt und generell einfach, dass halt nichts im Rasen verschwindet, das da nicht natürlich gewachsen ist oder nicht hingehört. Ihr wisst, was ich meine. Dazu gehört auch das absolute Glasverbot. Helft einfach alle miteinander mit, dass das ein friedliches und sauberes Wallisau bleibt und dann sind wir natürlich alle zufrieden. Und für Müll steht ein großer Container und Müllsäcke auf jeden Fall bereit für euch. Also die Entsorgung soll natürlich kein Problem sein. Was ist alles erlaubt? Natürlich das übliches Zeltmaterial und Zelte und Campingstühle und wenn es geht, ein Pavillon pro Camp. Ein normaler Pavillon bedeutet jetzt ein 3x3 Meter Pavillon, ist eigentlich für 10 Menschen gedacht. Wenn jetzt ihr da mit 30 Leuten ankommt, dann dürft ihr natürlich 3 Pavillons aufbauen. Ganz normale, kleine, stabile Grills, Gaskocher mit Gaskartuschen. Wohnmobile haben einen extra ausgewiesenen Platz. Der war die letzten Jahre auch schon immer da. Das ist einfach neben dem Campground eine extra Wiesenfläche, wo halt dann Wohnwägen stehen. Was auf jeden Fall nicht erlaubt ist, lese ich jetzt kurz vor, und zwar keine großen Gasflaschen und natürlich auch kein offenes Feuer. Ich sprich das eigentlich in jedem Festival ABC, wenn ich ein FAQ mache, in jedem Festival ABC steht das fast drin. Ein normaler Festivalgänger weiß das aber. Das sind Sachen, die eigentlich auf jedem Festival verboten sind. Wohnungseinrichtungen wie Sofa und Sessel, Baumaterial, Sperrmüll, Stromaggregate, Stromgeneratoren, externe Autobatterien, Trockeneis- und Flüssiggrillanzünder, Kühlschränke, Laserpointer und Megafone und natürlich auch andere Glasbehälter wie zum Beispiel Shisha oder ein Nutella-Glasel oder so. Absolutes Glasverbot halt. Es geht einfach darum, dass wenn dieser Platz nicht mehr nutzbar ist für das Festival, dann tut es dem Festival natürlich weh und den Gästen, die das Festival gerne regelmäßig besuchen möchten. Macht es wie bei anderen Festivals, schützt euren Schnaps um und frühstückt es einfach im Infield. Mit jedem Cent, den ihr im Infield lasst, unterstützt ihr das Festival. Es werden Kontrollen durchgeführt, also haltet euch auch bitte dran. Zum Beispiel, dass die Fässer auch nicht größer sind wie 5 Liter Fässer. Das sind minimale Einschränkungen, die man auf dem Festival hat, aber die gibt's auf jedem Festival. Zur Wasserversorgung ist Folgendes zum sagen. Es ist jedes Jahr wieder eine logistische Herausforderung, Wasser ans Infield und ans Camp zu bekommen. Deshalb ist es auch dieses Jahr nur zu bestimmten Zeiten möglich, den Trinkwasseranschluss zu öffnen. Und das wäre am Freitag von 12 bis 15 Uhr und am Samstag von 8 bis 10 Uhr. Wenn ihr außer dieser Zeiten Trinkwasser benötigt, dann redet einfach mal mit den Ordnern. Da findet sich dann eine Möglichkeit. Es wird aber bereits, und so steht es bei mir da in meinen Infos für 2020, auf jeden Fall an einer besseren Lösung gearbeitet. Ich find's schön, wenn sich ein Festival immer wieder weiterentwickelt und auch immer wieder mit den Problemen kämpft und immer wieder neue Ideen versucht umzusetzen, damit sich der Gast wohlfühlt. Grillen und offenes Feuer. Wie gesagt, offenes Feuer, habe ich sowieso schon gesagt, ist verboten. Und wenn es ums Grillen geht, wird natürlich darum gebeten, wenn ihr eure Asche entsorgen möchtet, dieses in einen Müllsack tut. Lasst es einfach über Nacht auskühlen, tut es dann in einen Müllsack rein. Denn ringsrum ums Wallisau ist Wald. Und hier nur das Stichwort Waldbrandgefahr. Wir möchten jetzt nicht, dass da Mordsprobleme gibt. Bitte schüttet euer Grillzeug nicht auf den Boden. Sollte es diese Woche doch noch so verdammt warm werden, dass alles so austrocknet, dass jeder kleine Funke einen Waldbrand verursachen könnte, dann behaltet sich das Festival natürlich auch vor, das Grillen generell zu untersagen. Aber so wie es momentan ausschaut, ist es eher unwahrscheinlich. Tiere auf dem Festival haben eigentlich dort nichts verloren, denn es ist ein Riesenstressfaktor für einen Hund oder für ein anderes Tier, wenn ihr das mit auf ein Festival nehmt. Deshalb bitte lasst eure Viecher daheim. Und erspart dem Tier den Stress. Sollte es kurzfristig zu einem Unwetter kommen, und das kann ja jetzt jederzeit passieren, bei dem Wetter, das wir seither gehabt haben, kann es natürlich einen Drumschlag irgendwann durch. Sollte es am Wochenende soweit sein, auf dem Wallisau ist blau, dann wird natürlich darum gebeten, dass ihr den Ordnern Folge leistet und dementsprechend dann das tut, was die euch sagen. Auf jedem Festival, nicht nur auf dem Wallisau. Wenn ihr im Sturm jemanden rumlaufen seht, der sein Auto gerade nicht findet, dann bietet ihm doch einen Schutz in eurem Auto. Sollte eine allgemeine Regel werden auf dem Festival. Da muss ich mich mal drum kümmern. Am Infield werden natürlich Einlasskontrollen gemacht und Rucksäcke werden durchsucht. Natürlich der übliche Stuff, wie auf jedem anderen Festival auch.
Waffen oder als solche verwendbare Gegenstände sind natürlich verboten. Und alkoholfreie Getränke können in Tetrapacks bis zu 1,5 Liter selbstverständlich in den Innenbereich mitgenommen werden. Bis zu 1,5 Liter? Oh, das ist eine große Menge. Und ich lese kurz vor. Des Weiteren behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen mit eindeutig erkennbarer radikaler Gesinnung, egal welcher Art, den Zutritt zum gesamten Festivalgelände zu verwehren. Die Musikinitiative Wallesau e.V. als auch das Wallesau ist Blau Open Air stehen für einen friedlichen Umgang zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Kultur, Religion oder sexueller Orientierung. Im Vordergrund des Festivals stehen die Künstler und deren Darbietung. Dafür gibt es für mich natürlich einen Daumen nach oben, genauso denke ich auch. Aber wie schaut's mit den Siffler Ultras aus? Wir haben ja keine radikale Gesinnung. Wir wollen doch nur die Weltherrschaft. Spaß beiseite, also ihr wisst es, wenn ihr Radikale seid, bleibt's einfach daheim. Da auf anderen Festivals diverse Banden unterwegs waren, die Handys geklaut haben und solche Sachen, werde ich hier auch nochmal warnen. Auf jedem anderen Festival auch, wenn ihr unterwegs seid, sperrt eure Wertsachen ins Auto oder einfach irgendwo, oder versteckt es einfach irgendwo, wo es keiner findet. Passt einfach ein bisschen auf euer Zeug auf und sollte irgendjemanden irgendwas Ungewöhnliches auffallen, einfach melden. Im Normalfall wird sich jeder Ordner oder jede Security dann ganz schnell drum kümmern. Denn es gibt nichts Ekelhafteres, wie auf dem Festival bestohlen zu werden oder einfach generell irgendwas zu verlieren. Und zum Schluss noch, es gibt noch Abendkasse. Wer Bock hat, auf das Festival zu gehen und sich jetzt nicht von den Regeln abschrecken lässt und sich doch denkt, ja, geil ist es schon, und ich sag's euch, ich versprich's euch, das Wallisau ist geil. Es gibt noch Abendkasse-Tickets, und zwar am Freitag kostet die Abendkasse 16 Euro und am Samstag kostet die Abendkasse 20 Euro und ein Wochenendticket kostet 30 Euro. Also kommt's einfach, ein ganzes Wochenende. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt schauen wir uns noch kurz das Line-Up an. Am Freitag um 12 Uhr öffnet der Campground. Am Freitag um 16 Uhr dann das Infield. Und um 17 Uhr spielt die erste Band, Reflected Mind. Danach Kentucky Schreit. Danach Van Schellen. Und danach The Unduster. Und danach endlich schlechte Musik, die kann ich wärmstens empfehlen. Und danach Eskalation, der Headliner. Und am Schluss, aus Rausschmeißer, spielt endlich schlechte Musik auch noch als endlich schlechte Akustik. Ein Akustikset. Ob ich das noch miterlebe, das weiß ich nicht, denn ich habe nämlich vor, dass ich den Festival-Saisonabschluss gebührend feiern werde. Am Samstag, 31.08. um 10 Uhr bis 14 Uhr ist das Knüppelfrühstück. Um 12 Uhr bis 13 Uhr spielt Backstreet Boys beim Knüppelfrühstück. Dann wird das Festival Infield erst wieder um 15 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr spielt Brave After All. Danach The Otter Stones. Dann Phalanx, Knockout Concept, Arise From The Fallen, Propane und Coast Down. Und als Rausschmeißer Delirium. Franken Pagan Metal. Schaut es euch an. Ich werde mir auf jeden Fall dieses Jahr mehrere Bands anschauen, denn ich habe vorgehabt, nicht so viel im Campground zu gammeln, sondern mehr im Infield rum zum Hupfen. Wir sehen uns da dort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und jetzt kommt die Aufgabe, die ich für euch habe. Schickt dieses Video einfach an alle Leute, die Bock haben, aufs Wallisau zu gehen oder halt gar nichts vom Wallisau wissen und wissen wollen, was es Wallisau eigentlich ist. Dann schickt es gerne einfach und dann sind alle zufrieden und alle informiert und es gibt keine Komplikationen beim Einlass und irgendwie haben wir dann ein richtig geiles Festivalwochenende. Wenn ihr mehr Festivalvideos haben möchtet, dann abonniert doch diesen YouTube-Channel und lasst ein Feedback in den Kommentaren da. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann schickt einfach eine E-Mail ans Wallisau. Die werden es dann schon für euch beantworten. Wir sehen uns am Freitag. Für's euch!